Eigentlich kann man Zauberer als Physiker bezeichnen, weil viele Zaubertricks ja eigentlich Physik sind. Und daher gibt es in diesem Video mal einen Zaubertrick. In diesem Video wird gezaubert. Das hier ist das Cola-Wunder. Naja, es hat mit Cola eigentlich überhaupt nichts zu tun. Es heißt, keine Ahnung, eigentlich es ist der Name, unter dem man es in jedem gut sortierten Zauberartikelgeschäft findet. Wie es zu dem Namen gekommen ist, weiß ich nicht. Es hat, wie gesagt, mit Cola rein gar nichts zu tun. Ich habe hier natürlich aber stilecht eine Cola-Flasche. Und jede andere Glasflasche wäre auch gegangen. Die habe ich bis oben hin mit Wasser gefüllt. Falls was schief geht, ist es nur Wasser. Und habe hier ein Blatt Papier. Das Blatt Papier kommt auf die Glasflasche und dann drehen wir das Ganze um. Und dann nehme ich das mal in die andere Hand. Jo, bleibt das Blatt Papier da, wo es ist. Bis dahin ist es eigentlich noch gar kein Wunder, weil der, solange da keine Luft rein kann, kann kein Wasser raus. Und genau das verhindert das Blatt Papier. Und das Blatt Papier wird durch den Luftdruck hier außen, der größer ist als der Druck in der Flasche, sozusagen auf die Öffnung der Flasche gepresst. Kann man ganz leicht überprüfen. Es ist also nicht das Vakuum, sondern der größere Luftdruck außen, der das Blatt Papier hält. Wenn ich das im Vakuum machen würde, würde das Blatt Papier einfach runterfallen. Jetzt mache ich, wenn ich das in der Schule mache, immer so eine Geschichte. Und zwar gehe ich irgendwo an einen Schülertisch und halte das über das Heft und frage: Bist du mutig genug, das Blatt Papier wegzuziehen? Und ja, das Erschreckende ist, die Schüler vertrauen mir anscheinend so stark, dass sie tatsächlich das Blatt wegziehen. Schauen wir mal, ob das Heft vom Schüler nass wird. Oder der Schülerin. Nö. Also das Vertrauen war gerechtfertigt. Jetzt ist nur die Frage, warum passiert das Ganze? Ich lasse das Blatt Papier einfach mal fallen. Und jetzt wird natürlich der erste schon sagen, nein, da ist bestimmt irgendwas auf der Flasche drauf, das verhindert, dass das rausfließen kann. Und zu diesem Zwecke habe ich hier Streichhölzer. Ich nehme ja mal eins, was die anderen nochmal fort. So, ich gehe mal ein bisschen näher jetzt an die Kamera dran, damit man auch jetzt wirklich sehen kann, dass ich dieses Streichholz nehme und hier unten in die Flasche tue. Also hier oben ist noch kein Streichholz. Hier unten ist, gebe ich das in die Flasche, lasse los und hier oben ist mein Streichholz. Ist das wirklich in der Flasche? Jo, wie geht das? Naja, es ist eigentlich immer noch so, dass solange keine Luft rein kann, kein Wasser raus kann. Jetzt muss man gucken, was verhindert denn jetzt noch, dass das Wasser bzw. die Luft rein kann. Und dazu gehe ich mal kurz hier drauf. Und wenn ich das jetzt ein bisschen nah an die Kamera halte, hierhin, dann sieht man, hier ist so ein Deckel drauf. Ich kann den mal abnehmen. Kann ich ihn nochmal zeigen. Und dieser Deckel, der macht nichts anderes, als dass er die Öffnung der Flasche verkleinert. Und dann reicht nämlich die Oberflächenspannung des Wassers aus, um zu verhindern, dass Luft in die Flasche rein kann. Und wenn keine Luft in die Flasche rein kann, kann, wie gesagt, das Wasser nicht raus. Und ja, damit wäre das Wunder entzaubert. Und wie gesagt, wenn ich die Flasche jetzt hier nochmal nehme, der Deckel ist jetzt ab und jetzt läuft natürlich das Wasser raus. So weit, so gut zum Cola-Wunder.